Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gimmel. Ich bin wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute ist uns mal wieder das Spiel Lightcheaser im Weg. Und dann starten wir mal direkt. Download habe ich ja schon gemacht, also geht es schnell voran. Updates, okay, sind da welche bei? Schneller. Ich habe jetzt noch ein bisschen weiter gespielt, weil das kann man ja einfach nur laufen lassen nebenbei. Facebook, Amen. Login. Ja, ich bin jetzt schon Level 55. Wie gesagt, ich habe es nebenbei nur so laufen lassen. Und Vorschläge für ein paar Instanzen. Möchte ich das nicht machen? Oh cool, das sieht ja witzig aus. Nachrichten. Oh, 300 Diamanten. Nicht schlecht. So, dann erstmal machen wir Dailies weiter. Nebenbei, wenn die hier kämpft, kann ich hier so ein paar Sachen machen. Zum Beispiel Dungeon, Multi-Dungeons. Das glaube ich eher noch nicht. Singles Dungeon kann ich ein paar machen. Ja. Aber im Shop können wir mal reingehen, gucken. Da ist was Rotes. Hier kann ich was kaufen. Limitiert 1. 1. Ich habe 8000 solche Auszeichnungen. Also ich könnte da zum Beispiel die Blume kaufen, die Rose, VIP, das kann ich leider nicht machen, da kriegen wir so viel Diamanten, ich kriege ja die ganze Zeit nur die mit dem Schloss, ich brauche die aber ohne Schloss und davon habe ich gerade mal 10 Stück, also geht nichts, kein VIP. Facebook. Ah. Likes gehen. So, dann haben wir hier noch offline. VIP. Okay, das eine geht nur im VIP-Modus. Geht natürlich nicht. Müsste ich Geld bezahlen. Dollar. Okay. Ist das eine Frau oder ein Kerl? Was muss man hier machen? Okay. Sieht ja schon ganz witzig aus. Aber ich will lieber Quests machen. Wie kommt man hier wieder raus? Ah, da. Leave. Und wieder raus. Gut. Soll die ein bisschen weiter leveln. Oh, Level 60. Da kann man heiraten. Da können wir mal gucken. Vielleicht schaffen wir das ja. Wird ein bisschen knapp. Am Anfang ging das wirklich jede Minute ein Level. Aber mittlerweile brauche ich schon so 10 Minuten für ein Level. Und ich bin 55. Also ich denke mal nicht, dass ich das schaffe. Aber können wir mal hier nochmal am Rad drehen. Was kriegen wir? Das habe ich schon alles hier bekommen. Wo Claim mit steht. Oh, jetzt muss ich bezahlen. Nein, wir wollen nicht bezahlen. Was kriege ich hier? Den habe ich schon gekauft. Den habe ich auch schon einmal gekauft. Den habe ich auch schon einmal gekauft. Die habe ich noch nicht gekauft. Erstmal die Truhe kaufen ist wichtiger wie diese halben Diamanten da.
Gut. Dann haben wir das jetzt auch schon mal gemacht. Wir waren auf dem Jahrmarkt. Ach, das VIP leuchtet wieder. So, war drinnen. Geht nichts. Kein Geld. Kein Geld für Spiele. Wie viel muss ich denn von denen noch machen? Ist doch gar keine Quest. Warum haut die da weiter? So. Da. Anscheinend, wenn sie die Quest fertig ist, dann macht sie anscheinend die ganze Zeit normal weiter. Also schlagen. Das hier hat da gestern der Einstell bei mir auch immer so lange gedauert. Okay. Warten, bis die Quest fertig ist, dann steht das Auto hier nicht mehr. Ja, okay, wenn die Quest fertig ist, ist auch weg. Normalerweise. Go, go, go! Ich habe jetzt hier 17 von 20 Quests. Gestern hatte ich ja schon mit angefangen mit die Daily Quest. Mal schauen, was passiert, wenn ich jetzt alle 20 Quests fertig habe. Wir können auch gleich mal kurz in den Dungeon reingehen. Aber gestern bin ich in die Dungeons gestorben. Die kleinen habe ich schon alle fertig gehabt und bei den großen, da kam ich nicht mehr weiter. 18 von 20? Schön ist ja, ich habe so schöne Flügel. Ich finde, der Mauszeiger müsste ein bisschen anders aussehen. Das Grüne übersehe ich so manchmal, wenn ich mich so schnell bewege, weiß ich nicht mal, wo er ist. Ich glaube, ich muss mich mal so dran orientieren. Wenn ich die Maus nicht mehr finde, gehe ich aber nach ganz oben und schaue oben am Rand, wo die ist. Obwohl, ja. Naja. So, die nächste Quest fertig. Und die letzte von den 20 Daily Quests. Mittlerweile habe ich jetzt auch noch kleine Gehilfen, die hier. Dann habe ich da oben noch die eine Fee. Da, die Fee. Die Helferin und mich als Kriegerin halt. Schau mal kurz nach, das habe ich schon alles gesammelt. 27 solche Diamanten. Okay. Das ist jetzt die letzte mit 100 Wölfe. Dann habe ich 20 von 20 Questen. Und danach gehe ich dann mal sofort in der Instanz rein. Boah, das könnte ich auch jetzt schon so einfach machen. Bin ich. So. Ich bin schon mit dem Mauszeiger auf der Instanz. Ah,
Na los, schaffst du noch, Mädchen. Komm schon. Wieder auf eine Instanz raufgegangen mit der Maus, mit dem Mauszeiger. Aber ich habe noch kein Level up. Und wir spielen jetzt schon seit fast 10 Minuten. Ah, jetzt spielen wir seit 10 Minuten. So, ja, ich möchte jetzt Instanz machen. Ah. Instanz. Okay. Die ist neu, die habe ich noch nicht. Das kenne ich nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal schnell in eine Instanz rein. Das ist auch hier alles über Automatikmodus. Halt nur zugucken. Hoffen, dass man gewinnt. Da ist der Boss. Der einzigste, oder? Ja. Gibt es nur einen Boss. Rechts an der Seite. Hier erkennt man, wie viele Bosse kommen. Oh, 100. Und dann hat man hier die Chance, von den 8, die wir gerade gesehen haben, sind irgendwo dahinter. Und das war die Instanz. Können wir nochmal schauen. Hier, ach, der Fahrstuhl. Da bin ich gestern auch nicht viel weiter gekommen. Also gleich am Anfang mit Ruhe, schon mal nice. Nächste Etage. Aber ich denke mal... Ah, das könnte ich auch noch schaffen. Aber der nächste wird, glaube ich, zu hart werden. Und wenn ich halt gewinne, kriege ich hier oben rechts in der Ecke 50.000 DPs und ein Geschenk. Krieg ich doch nicht mal einen Level up in den 10 Minuten? Ach, das ist ärgerlich. So, geh mal raus, lief. Man muss mal Freundesanfragen schicken, dann kriegst du auch welche. Ich mache mal an alle, die da sind. Such mir nicht heraus. First Top. Quest kann ich nicht machen. Okay. Irgendwelche Monster killen zwischen Level 49 und 58. 200 Stück. Ist nice. Na gut, ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich hole mir jetzt mein Ticket ab. Das mal beenden. So. Das Ticket einlösen. Und das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.